Und Therapie ist eine nicht invasive, nicht chirurgische Methode oder eine Behandlung mit mikrofokussiertem Ultraschall, um eben erschlaffte Wangen, aber auch die Jawline, Hals und Dekolleté wieder zu straffen. Ultherapie arbeitet mit hochfokussiertem Ultraschall. Der Riesenvorteil dabei ist, dass man wirklich genau sieht, in welcher Schicht man arbeitet, so dass man wirklich fokussiert dort, wo das meiste Kollagen ist, den Ultraschall abgeben kann. Das Einzigartige an Ultherapie ist, dass es eine nicht invasive, nicht operative Behandlungsmöglichkeit ist, um die Haut zu straffen, um die Haut zu liften, ohne die oberen Hautschichten zu verletzen oder eben zu schneiden. Aber auch für Patienten, die eine sogenannte Rejuvenation, eine Erfrischung ihres Dekolletés haben möchten, genauso für Patienten, die ein sogenanntes nicht chirurgisches, nicht invasives Eyebrow Lift haben möchten. Es besteht die Möglichkeit von einer sehr diskreten Rötung, die meist aber innerhalb von 1 bis 2 Stunden wieder verschwindet, aber auch diskrete Schwellungen, die maximal circa eine Woche bestehen bleiben. Also wirklich nur temporäre, sehr diskrete Nebenwirkungen. Vielleicht auch mal ein kleines blaues Fleckerl, aber sonst nichts. Ultherapie kann man sehr, sehr gut mit vielen anderen Behandlungsmöglichkeiten kombinieren. Ganz nach meiner Philosophie, dem sogenannten Whole Face Approach, kann ich auch Ultherapie mit zum Beispiel Botulinumtoxin-Behandlungen, aber auch Fillerbehandlungen sehr, sehr gut kombinieren. Ultherapie arbeitet in der Tiefe, wirklich in den tiefen Schichten vom Kollagen, wo es eben zu diesem Straffungs- und Lifting-Effekt kommt. Im Gegensatz zu anderen Therapiemöglichkeiten, wie zum Beispiel den Laser, der zum Beispiel eben die Hautqualität verbessert, indem er Pigmentflecken verbessert, aber auch zum Beispiel kleine rote Äderchen oder Aknenarben optimieren kann. Die kollagenen Fasern bzw. das kollagene Gewebe ist wichtig für diese gewisse Straffheit und Festigkeit für unsere Haut. Man muss sich das vorstellen wie ein sogenanntes Netz unter der Haut, die uns eben diese Spannkraft, diese Ausstrahlung verleiht. Deshalb ist es so wichtig, dass wir in der heutigen Medizin, in der neuen Medizin verschiedene Therapiemöglichkeiten haben, um genau diese kollagenen Fasern zu aktivieren und zu stimulieren. Ganz wichtig ist, dass man das Patientenklientel dementsprechend aufklärt, dass es keine Wellnessbehandlung ist. Also es ist wirklich eine Behandlung, eine Straffung, ein Lifting in der Hauttiefe. Meine Patienten berichten meistens, wenn ich sie befrage bezüglich Schmerzen, dass es bei einer Schmerzskala ungefähr Schmerzen von 4 bis 5 sind. Die Behandlung ist allerdings sehr, sehr gut tolerierbar, wenn man circa eine halbe Stunde vorher ein Schmerzmedikament einnimmt. Eine Ultherapiebehandlung dauert, je nachdem wie groß das Behandlungsareal ist, zwischen ca. einer halben Stunde bis 1,5 Stunden. Das Tolle an Ultherapie ist, dass es keine Downtime, keine Ausfallszeiten gibt. Es ist für meine Patienten oft diese klassische Lunchtime-Procedure, wo sie direkt nach der Behandlung wieder arbeiten gehen können. Einen gewissen Soforteffekt sieht man direkt nach der Behandlung. Dann braucht es aber circa 3 bis 6 Monate, um eben dieses Kollagen zu regenerieren, aufzubauen, und das Endergebnis sieht man dann ungefähr mit 6 bis 8 Monaten. Die Ergebnisse nach einer Ultherapiebehandlung halten circa 1 bis 2 Jahre an, aber die Haut altert natürlich, und so ist es vom Vorteil, wenn man ungefähr nach 1 bis 2 Jahren gewisse Touch-up-Behandlungen machen lässt.